Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guarin-Video. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie ich die Aufgabe mit den Zahlzeichen in Lanterna löse. Es geht um ein einfaches Programm, das eine beliebige Zahl in römische Zahlzeichen umwandelt. Entscheidend ist hier diese Klasse Numerals, die ich Ihnen bereitstelle, die die relevanten Methoden zum Ermitteln der Zahlzeichen enthält. Um diese Methoden zu ermitteln, finden Sie in Doc dieses Index.html. Ich habe das hier schon mal geöffnet. Das ist die JavaDoc-Dokumentation der Klasse, die Klasse Numerals. Sie sehen hier die ganzen Methoden und dann auch die Methoden im Detail beschrieben. Nun, wenn ich im Programm drin schaue, auch von der Beschreibung her, dann sehen Sie, das erste ist hier im Konstruktor. Ich muss die verschiedenen Werte und Symbole meinem Numerals-Objekt hinzufügen. Also schaue ich hier mal, was habe ich denn an Methoden AddNumeral, MaxValue, RenNumeral. Ich sehe sehr schnell, AddNumeral, das ist die Methode, die ich brauche, um meine Werte und Symbole hinzuzufügen. Ich brauche einen Integer, ich brauche einen Character. Also kann ich hier sagen Numerals, AddNumeral. Und das erste, was ich will, ist der Wert 1, das Symbol ist großes I. Und so füge ich nun sämtliche Werte und ihre Symbole meinem Numerals-Objekt hinzu. Ich habe die weiteren hier schon mal vorbereitet, um etwas Zeit zu sparen. Als nächstes finde ich hier in der Methode Form, dass ich das Formular ausgeben soll und den Benutzer-Input lesen soll. Das möchte ich aber momentan nicht machen. Ich will mich zuerst wirklich um die Umwandlung kümmern. Ich entscheide mich aber hier, damit ich später testen kann, meiner Variable Input einfach einen Wert zu geben, damit dieser da entsprechend umgerechnet wird. Hier in der Methode toNumeral, da ist nun die eigentliche Logik drin. Und wenn ich mir das hier anschaue, das hier, das ist nun die Beschreibung meiner Logik. Also ich suche zunächst mal das Zahlzeichen, das kleiner oder gleich wie die umzuwandelnde Zahl ist. Auch hier wieder, welche Methode kommt in Frage? Das ist dieses MaxValue. Ich übergebe also den Wert, den ich hier als Argument erhalten habe, dieser Methode, und die teile mir mit, welches ist das größte oder der größte Wert, der kleiner oder gleich ist wie diese Zahl. Dann soll ich die umzuwandelnde Zahl um den gefundenen Wert reduzieren, das heißt, ich subtrahiere Max von dieser Number. Und jetzt suche ich das entsprechende Zahlzeichen zum Wert hier in Max.
kann natürlich die Methoden auch suchen, indem ich einfach das Objekt angebe mit dem Punkt. Und die dritte Methode, die ich hier brauche, ist das Read Numeral. Ich mir hier die Beschreibung anschaue. Read the Numeral for Specified Value. Also diese Methode liefert mir das Zahlzeichen zu diesem Wert. Als letztes füge ich nun dieses Symbol meinem Output hinzu. Ja, und damit müsste ich eigentlich das erste Zahlzeichen ermittelt haben. Ja, nun möchte ich mal ausprobieren, ob das funktioniert, dass ich ein erstes Zahlzeichen ermitteln kann. Dazu füge ich hier eine Konsolenausgabe hinzu, damit ich sehe, was hier geschieht. Und ich führe mein Programm aus. Und Sie sehen hier, das M wird ermittelt, M für 1000. Scheint also soweit zu funktionieren. Nun, was jetzt noch fehlt, ist eine Iteration, die diese Schritte wiederholt, bis die umzuwandelnde Zahl 0 ist. Sehen Sie das hier? Also solange die Zahl, die umzuwandeln ist, größer als 0 ist, muss ich das wiederholen. Entsprechend brauche ich hier eine Iteration. Da es ein Integer-Objekt ist, brauche ich die Methode compareTo. Ich vergleiche es mit 0. Und solange das Ergebnis dieses Vergleichs größer als 0 ist, soll das wiederholt werden. Auch das probiere ich jetzt gleich mal aus. Und Sie sehen hier das Resultat MMM CCC LXVII. Das ist korrekt. Nun entferne ich hier meine Hilfselemente und würde jetzt Ausgabe des Formulars Lesen des Inputs realisieren. Die Schritte haben wir in anderen Programmen schon einige Male gemacht. Deshalb verzichte ich jetzt an diesem Punkt darauf, das im Detail zu zeigen. Ja, ich hoffe, Sie haben die einzelnen Schritte verstanden und bis zum nächsten Mal.